Willkommen hier zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über einen sehr zukunftsversprechenden ETF sprechen. Wie ihr schon seht, ja, es geht um den iShares Global Clean Energy ETF. Den hatte ich schon mal in einem Video von mir erwähnt. Und meiner Meinung nach ist dieser ETF der zukunftsträchtigste ETF, den es zurzeit gibt. Ja, worum geht's in diesem ETF? Dieser ETF bespart nur grüne Aktien. Was bedeutet das? Es geht hier wirklich nur um Werte, die sich sozusagen für eine klimaneutrale Welt einsetzen. Es geht letztendlich hier um Aktienwerte, die halt im Thema Wasserstoff vertreten sind. Also was, wir können das Ganze hier einmal gucken, wie das Ganze hier von den geschäftlichen Beteiligungen aussieht. Das ist hier von iShares selber. Wir gucken unten hier die Position. Und zwar, wir sind hier natürlich in Plug Power investiert. Das ist eine sehr große Wasserstoffaktie, ist zurzeit extrem am Steigen. Deswegen ist der ETF auch extrem gestiegen in den letzten Tagen. Wir sehen hier noch Xini Solar Holdings, sowas halt. Also hier sind wirklich Werte drin, die erstens in Wasserstofftechnologie forschen, Werte drin, die Solarmodule herstellen. Hier haben wir nochmal ein IT-Unternehmen, die halt sich gerade im Thema Energie wieder sich sehr gut aufstellen. Also wer investieren möchte und das grün in und sag ich mal grün investieren möchte und dazu noch wirklich Rendite haben will, der sollte sich diesen ETF mal anschauen, meiner Meinung nach. Wir haben hier auch noch eine Ausschüttungs-, also der ist ja ausschüttend, der ETF. Wir haben jetzt hier keine große Ausschüttung. Ich glaube, wir haben eine Ausschüttungsrendite genau von 0,39%. Also darauf sollte man nicht schauen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf finanzen.net. Und dann sehen wir jetzt hier mal die Kurve dieses ETFs. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, ein sehr gesunder Aktienchart. Also wir sehen hier natürlich im letzten Monat ist das Ding natürlich nochmal extrem gestiegen. Hat natürlich auch schwer damit zu tun, dass Joe Biden irgendwo an die Macht gekommen oder an die Macht kommt und extrem viel in den Energiesektor investieren möchte. Wir sehen hier gerade, wir stehen jetzt gerade bei 15,69 €. Ich bin eingestiegen mit meiner ersten Position bei 9 Euro. Ich werde meine Position auf jeden Fall hier weiter ausbauen. Wir sehen jetzt hier eine kleine Seitwärtsbewegung. Gerade heute, wenn wir auf den Wochenchart gucken, sehen wir hier eine kleine Seitwärtsbewegung. Die könnte man vielleicht schon wieder mitnehmen. Ich gebe das Ganze jetzt, glaube ich, mal ganz schnell in den Broker hier bei Dings ein. Bei TradingView. Gucken wir, ob der den findet. Ja, hat er gefunden. Und dann ziehen wir uns das Ganze hier mal schnell in den Chart rein. Und dann sehen wir hier, das ist ein Tageschart. Wir sehen jetzt hier natürlich einen hohen, massiven Kursanstieg von 10. Dezember bis jetzt. Wie wir sehen, ja, sind knapp. Wie viel sind sie, wie viel Prozent? Ich würde sagen, knappe 10%? Quatsch. Ich sehe es gerade gar nicht, mir wird es nicht angezeigt, leider. Wie viel Prozent es sind. Aber wir sehen auf jeden Fall einen massiven Kursanstieg von knapp 34 US-Dollar, also von 23 auf 34 US-Dollar. Das ist natürlich ein krasser Kursanstieg. Aber wir sehen auch heute, wir hatten einen hohen Verkaufsdruck, nachdem wir einen hohen Kaufdruck hatten die Tage über. Wer einsteigen möchte in den ETF, ist gerade, finde ich, eine schlechte Entscheidung. Auch wenn man das Ganze langfristig angehen will, wie ich das möchte, würde ich trotzdem immer auf die auf Kaufgelegenheiten warten. Wir sehen hier immer ganz klar Seitwärtsbewegungen. Dann lässt hier der Verkaufsdruck nach. Dann kam natürlich hier nochmal ein Tag, wo der Verkaufsdruck hoch war. Aber normalerweise, man sieht das hier immer sehr gut. Der Kaufdruck, der nimmt immer weiter ab. Und dann fängt dann irgendwann an, wieder der Kaufdruck höher zu werden als der Verkaufsdruck. Genau. Also gerade ist, finde ich, kein so guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Sollte man eher
noch ein paar Wochen, also Quatsch, noch ein paar Tage warten, bis hier eine Seitwärtsbewegung entsteht, dann hier der Verkaufsdruck abnimmt. Man sollte das Ganze sehr langfristig natürlich ansehen. Wir haben hier natürlich eine Rendite für dieses Jahr von 16%. Ist natürlich extrem hoch. Aber natürlich, man kann hier mit dem ETF langfristig erstens investieren, was sehr, sehr gut ist, und auch zweitens grün investieren. Und man hat, finde ich, eine sehr, sehr zukunftsorientierte Branche hier gewählt. Die ist natürlich auch gerade schwer im Hype, aber ich glaube, dass der ETF das sehr gut verkraftet. Wie gesagt, das Ganze ist hier keine Anlageberatung oder irgendwas. Jeder ist für sein Geld selber zuständig. Ich wollte hier einfach mal diesen ETF ja letztendlich vorstellen, weil er meiner Meinung nach ja in so gut wie jedes ETF-Depot irgendwo reingehört. Weil halt hier Sektoren gestärkt werden, die in der Zukunft noch viel, viel stärker kommen werden, meiner Meinung nach natürlich, wenn ich jetzt mal in Richtung USA gucke, Richtung China, Richtung Japan, also da sind alle auf Umwelt fokussiert. Gerade USA wollen hier wirklich sehr, sehr krasse, drastische Klimamaßnahmen machen, und da muss natürlich auch sehr, sehr viel für investiert werden. Und da kann gerade so eine Plug Power Aktie oder so ein Xini Solar Holdings, die können da richtig krass von profitieren. Also genau. Deswegen, ich werde die Position hier nach einer Seitwärtsbewegung ein bisschen weiter noch ausbauen. Genau. Das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.